In der Kompaktklasse gehört auf dem europäischen Markt einfach ein Kombi ins Programm. Das weiß auch Hyundai und deshalb schiebt der koreanische Hersteller nun eine entsprechende Variante des neuen i30 nach. Im Vergleich zum Fünftürer ist der i30 Kombi mit 4,58 m rund 25 cm länger. Die Höhe mit Dachrilling beträgt 1,47 m. Bei der Breite und dem Radstand ändert sich hingegen nichts. Recht bemerkenswert sind der Innenraum und die Serienausstattung. Das Cockpit sieht klar strukturiert aus. In der Mittelkonsole sitzen die Klimaregler unter dem Touchscreen. Inklusive sind ein adaptiver Tempomat, eine bis 75 km/h aktive Notbremsfunktion, ein aktiver Spurhalteassistent sowie Helfer fürs Fernlicht. Kommen wir nun aber zu den wichtigsten Kombidaten. So ist die Rückbank zweigeteilt umlegbar und ins Heck passen zwischen 602 und 1650 Liter Gepäck. Fünf Motorisierungen stehen zur Wahl. Es gibt drei Benziner mit 100, 120 oder 140 PS sowie zwei Diesel mit 110 oder 136 PS. Die Topmotoren sind jeweils auch mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich. Ab Sommer 2017 wird der i30 Kombi beim Hyundai-Händler stehen. Preise sind bislang noch nicht bekannt.